Gott, das war wieder mein Handy. Heute ist Handytag bei Shay. So, ich will das MySkin-Video machen. Habe ich nämlich die ganze Zeit versprochen und habe schon so lange nicht mehr gemacht und ich habe was herrichten vergessen. Ist ja total nervig. So, ich bin so. Mit was fangen wir an? Fangen wir mit dem an, was ich benutzt. Nein, nicht ganz. Was ich mal gehabt habe, aber nicht mehr benutzt. Das waren, wenn ich mich jetzt recht erinnere und hoffentlich nichts vergesse, nochmal mein Handy, weil ich meine Notiz nicht finden kann. Das waren diese Tücher von MySkin mit diesen Gurken-Limetten-Zeugs. Also fürs Gesicht konnte ich die natürlich nicht nehmen, weil das brennt bei mir. Ich vertrage keine Abschminktücher. Das fängt bei mir an zu brennen. Und ja, so für die Hand würde ich sie mir nochmal kaufen, aber dafür sind sie ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Nur so, damit man das Make-up für die Hand hat. Da habe ich ja die kleinen, das reicht auch. Ja. Also die kann ich nicht benutzen, weil da hier, also hier und hier, fängt es an bei mir rot zu werden und das tut urweh. Bei jedem Abschminktüchern, das ist jetzt egal welche, ich vertrage die überhaupt nicht. Ja, dann habe ich noch die Creme gehabt, diese mit Gurken auch, diese Gurkenlimette. Das hat sich angefühlt, als hättest du eine Silikonschicht auf der Haut, so richtig. Die habe ich dann meiner Freundin geschenkt, aber die war noch relativ voll. Das habe ich auch irgendwann einmal blockt, aber keine Ahnung wann und keine Ahnung, ob ich den jemals finden mit dem Blockeintrag. Ich glaube, das ist eh nicht so wichtig, das ist schon lang her. ja, das waren die zwei Sachen, die ich gehabt habe. Also empfehlen würde ich dir auf jeden Fall nicht. Es ist nicht alles gut von der MySkin-Serie, das sage ich auch nicht. Aber die meisten Sachen, die ich die bis jetzt benutzt habe, habe ich ganz gut leiden können. Also die zwei Sachen jetzt nicht. Und dann gibt es noch eins, was ich nicht so gern mag. Dieses Haar macht mich krank. Igitt. Das ist dieses Teil hier. Das ist dieser Augenroller. Mein Vorhang. Der winkelt. Juhu. Das. Es riecht komisch und wenn man drauf drückt, kommt das ganze Gel raus. Bäh. Also du brauchst nur hier so leicht drauf drücken und dann kommt das schon raus. Aber wenn ich den hier, ich weiß ja nicht, wie oft man den benutzen soll. Ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht durchgelesen. Steht gar nicht, wie oft man den benutzen darf, aber okay. Dieses Ding brennt bei mir auch extrem, wenn ich es zu oft benutze. Wirklich extrem. Also da werde ich rot innen und das tut höllisch weh. Ich will ihn aber trotzdem noch benutzen und ausprobieren, weil man kann ihn ja über Make-up auch benutzen. Und ich habe in letzter Zeit hier innen, ist das extrem, dass ich so trockene Stellen habe und ich will versuchen, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme. Es steht, es ist kein Alkohol drin. Und auch kein Parfüm, aber es brennt trotzdem wie die Hölle bei mir. Ich mag den jetzt nicht so gern, aber vielleicht freue ich mich damit noch an. Ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Ich glaube, ich habe ihn auch zu oft benutzt das letzte Mal. Das war vielleicht wirklich jeden Tag, morgens, abends. Vielleicht war das zu viel. Ich glaube, das reicht, wenn man den nur morgens benutzt und dann habe ich ja die Make-Augencreme, dass ich das dann am Abend benutze. Das wäre vielleicht, ich fuchtel dauernd rum wie eine Irre, wenn ich das so machen würde. Bleiben wir gleich bei diesem Gurkenzeug. Das ist ja nur Gurke gewesen. Ja, das war nur Gurke. So, Gurke. Ich habe auch, das habe ich auch in dem Haul gezeigt. Dieses Ding hier, das habe ich auch noch nicht benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da ist die Beschreibung. Und hier vorne sieht man, dass das so eine Maske ist, so eine richtige Maske. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt irgendwie erkennen, weil die Kamera ist so kacke. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So. Das ist so richtig nass. Und das legst du dir dann aufs Gesicht drauf. Ist so angenehm, wenn du das runternimmst, sollst du das dann noch so einmal sehen, glaube ich, den Rest, was du drauf hast auf der Haut. Ich mag das. Ich benutze nicht so oft. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr benutzt gehabt. Aber jetzt habe ich es mal wieder gekauft und ich werde es auch bald benutzen. Ich wollte es euch unbedingt auch zeigen in dem Video, deswegen habe ich es auch nachgekauft. Und ich wollte es auch wieder endlich mal benutzen. So, damit ich das rauskriege. Ich mag das Ding. Das ist cool. Noch nicht so oft benutzt, aber ich werde nicht rot oder so, gar nichts. Ich finde das gut. Ich höre gar nichts von den Masken. Keiner hat die bis jetzt benutzt, oder? Da haben wir das Waschgel von auch den Gurke. Ja, da ist aber Limette wieder dabei. Das kennt sie, glaube ich. Bei meinen aufgebrauchten Blogposts
diejenigen, die meinen Blog lesen, weiß nicht, ob das überhaupt jemand tut, die kennen das sicher von dir aufgepostet. Das ist hin und wieder, jetzt ist noch relativ voll. Ich glaube, das ist bis, ja, das ist doch extrem voll. Aber das ist auch gut so. Ich weiß nicht, warum ich mir gerade die Gurken sehe. Ich habe, glaube ich, mal einen Test gemacht bei Essence und da ist das rausgekommen, dass die Gurken zu mir besser passen, vom Hauttyp her. Mir was lieber die anderen, weil ich finde, die anderen riechen viel besser. Das benutze ich jedes Mal, wenn ich jeden Tag, egal. Wenn ich es mal nicht benutze, dann habe ich gleich ein Motzpickel im Gesicht, so wie heute. Ich habe es nämlich vorgestern nicht benutzt und krieg schon wieder Pickel. Das muss ich jeden Tag benutzen, damit ich gar nichts habe. Aber immer habe ich auch keine Lust drauf. Es hilft aber gut. Wirklich gut. Also ich mag es schon. Und ich finde auch, dass es was bringt. Das soll ein Video über mein Skin werden. Am Anfang habe ich so viele Ideen gehabt und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. So. Noch was, was ich euch zeigen will, das habt ihr mal in einem Vlog, glaube ich, gesehen. Das ist auch bald leer. Ich hoffe, ihr seht das. Ja. Das ist dieses Litchi und Blaubeere. Das ist das Einzige, was davon gibt. Aber ich mag das sehr und das ist richtig riesig. Also, hallo, wenn man das neben den Kopf haltet. Groß. Es sind auch, wie viele Milliliter? 200. Und ich glaube, das ist eben fast kein Gesichtswasser. Und ich benutze das. Also ich saug das Wattepad relativ voll. Wenn ich zum Beispiel das vorher benutzt habe und dann das und ich habe einen Mordspickel im Gesicht, kann man rechnen, dass das so nach, weiß ich nicht, 2, 3 Tagen weg ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt in den letzten 2 Videos, glaube ich, oder 3. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da habt ihr da den Pickel gesehen und der ist immer kleiner geworden. Wenn ihr das gesehen habt, das müsst ihr mal genauer hinschauen. Da war das, glaube ich. Und da habe ich auch das in der Kombination benutzt. Und das hilft. Bei mich juckt es überall. Ich weiß nicht, was ich verletzt habe. Waschen vielleicht. Vielleicht. Oh mein Gott. Das ist wirklich. Ich bin so blöd. Oh Mann. Das als Kombination gemeinsam funktioniert bei mir super gegen Pickel, damit ich das noch rauskriege. Das war mein erstes bis jetzt. Ich habe das jetzt schon urlange. Ich weiß gar nicht. Ich habe das mir einmal so gekauft, weil ich wissen will, wie das ist für meine Haut, weil bei Gesichtswasser werde ich überall rot. Ich habe schon so viel ausprobiert, ich habe Neutrogena probiert, ich habe BBE probiert, alles Mögliche. Und das ist das Einzige, wo ich nicht rot werde im Gesicht. Irgendwas stimmt mit meinem Ellbogen nicht. So. Das ist das Einzige, wo ich nicht rote Stellen dann habe im Gesicht. Und ich bin sehr anfällig, was solche Sachen betrifft. Ich werde wegen vielen Sachen rot im Gesicht. Ich habe so viel gewusst und jetzt weiß ich wieder einen Kack drüber, aber was soll's. Aber probiert mal die 2 Sachen. Die sind wirklich nicht schlecht. Ich meine, das muss ja nicht der Hauttyp sein von dem. Es gibt ja ein anderes, glaube ich, noch. Zum Schluss habe ich. Es ist runtergefallen. Zum Schluss habe ich. Was ist los, um Gottes Willen? Zum Schluss habe ich noch dieses hier. Dieser Tinted Moisturizer, der ist auch schon ein bisschen missbraucht. Der riecht so gut. Der riecht wirklich gut. Ich will da nicht so viel drücken, weil sonst. Der riecht so gut. Das ist die einzige Sorte auch von dem. Da gibt es auch eine zweite Farbe. Ich habe Light Skin, ist ja logisch. Peach und. Irgendwas mit Berries, keine Ahnung. Das habt ihr da auf der Seite abgebildet. So. Nochmal zur Verpackung. Also, wenn ihr euch jetzt die 3 nebeneinander habt, das schaut doch urflippig aus mit den Farben, oder? Ich finde das schon im Badezimmer so lustig aus. Außer die Dings, die habe ich ja da im Schrank, aber ich mag die Farben. Wirklich, die Farben sind richtig cool. Richtig cool. Wirklich, wirklich cool. Zurück zu dem hier. Ich bin schon wieder zu nah bei der Cam. Entschuldigung, weil ich hasse das selber auch, wenn Leute so nah bei der Kamera sind. Ich habe die jetzt in letzter Zeit wieder sehr oft benutzt. Das habt ihr sicher unter meinen Videos gesehen. Wenn ich gewusst hätte, dass es so heiß wird wie heute, hätte ich die auch heute benutzt, aber. Weil das Make-up, das was ich jetzt drauf habe, das Maybelline war keine gute Idee. Vorher habe ich mir den Schweiß von der Stirn gewischt und da ist richtig so eine Lücke gesehen von meiner weißen Haut. Na super. Ich benutze diese hier auch lieber als dieses Garnier-Zeug. Die Rede ist von der. Sie ist ja matt, das ist gut, aber nicht so gut für meine Haut. Weil in letzter Zeit, das kann ich glaube ich nur benutzen, wenn das Trockene. Ich bin so austrocknet in letzter Zeit, das ist ein Wahnsinn. Und das nimmt das ein bisschen weg. Und es ist auch öfter benutzt als das. Okay, es ist weniger drinnen, weil da ist 50 und da ist. Hä? Okay, ich nehme es zurück. 50, 40.
die Größe wahrscheinlich oder die Länge oder die Breite oder irgendwas, keine Ahnung. Ich vergesse immer, was ich sagen will. Das geht mir am Hintern. Also ich finde die super. Eine YouTuberin hat die auch, ich weiß aber jetzt nicht welche. Ich blende sie mal ein. Die habe ich abonniert. Schöne Grüße, wenn du meine Videos schaust. Bin mir zwar nicht sicher, aber schöne Grüße. Die hat die auch benutzt, habe ich gesehen. Weil sie hat sie ein Face of the Day gemacht und hat sie auch die herzeigt. Ich war froh, dass ich nicht die Einzige bin. Weil die ist wirklich gut. Ich weiß nicht, warum niemand die meisten Sachen anschaut. Ich finde die Sachen ganz okay. Und ich habe ja nicht wenige. Es sind 5 Sachen da am Tisch. 5 Sachen Maskin. Na, stellt euch das einmal vor. So, was ich noch sagen wollte zu dem Preis, kann ich euch leider jetzt nichts sagen. Aber ich kaufe alle Sachen beim Müller. Weil ich glaube, da gibt es einen Preisunterschied beim DM und beim Müller. Aber nicht immer. Hin und wieder kaufe ich auch das Waschgel da beim DM. Wenn ich gerade beim DM bin und nicht zum Müller latschen will, dann kaufe ich es beim DM. Das habe ich bis jetzt nur beim DM gekauft, weil das habe ich nur einmal. Und das war beim Müller. DM. Wenn euch das jetzt was gebracht hat. Ja, okay, das war das MySkin-Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gefallen. Ich weiß, das war ein bisschen komplett irrsinnig durchgedreht, aber okay, was soll's. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, was ich nicht in dem Video gesagt habe, fragt es mich einfach. Oder sonst irgendwas. Wenn ihr meint, ich habe was vergessen, schreibt es mal unten, weil ich bin komplett verwirrt jetzt gerade. Oder wenn ihr die Sachen selber gehabt habt und schlecht findet, schreibt mal alles rein. Wenn ihr das mal benutzt habt oder so, schreibt es alles rein. Ich will alles wissen. Okay, das war's jetzt. Wir sehen uns wieder in einem anderen Video. Bye!